Denn sie wurde angegriffen. Ihren Bürgern und Bürgern drohen Gewalt und Unterdrückung. Sie kämpfen um ihre Freiheit und die Existenz ihres Landes. Was unser Bundeskanzler Scholz wohl mit "Sie wurden angegriffen" meint? Meint er etwa die Nord Stream Sabotage? Den Angriff auf kritisch deutsche Infrastruktur, bei dem Seymour Hersh sogar gesagt hat, dass Olaf Scholz Teil des Komplotts ist? Wohl kaum denn. Mittlerweile führt die neue Spur ja wieder nach Russland. Russische Militärschiffe haben wenige Tage vor den Anschlägen auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 mutmaßlich an den Tatorten operiert. Der Schiffsverband verfügte demnach über die notwendige Ausrüstung, um Sprengsätze anzubringen. Insgesamt geht es um 6 Schiffe. Na also, Herr Scholz, da sind Sie ja dann wieder fein raus, oder? Geht es bei den Angriffen, die Sie erwähnt haben, dann etwa um den Mann, der bei dem Flughafen Köln-Bonn absichtlich in eine Menschenmasse mit dem Auto gefahren ist? Oder geht es bei diesen Angriffen um den Vorfall in Brandenburg, bei dem ein Täter in einem Regionalzug mit einer Axt andere Leute attackiert hat? Oder geht es bei diesen Angriffen darum, dass ein Mädchen auf dem Schulweg in Gelsenkirchen von einem Mann vergewaltigt wurde? Oder geht es bei diesen Angriffen darum, dass S-Bahn-Gleise am Hauptbahnhof Hamburg nach einer Messerattacke gesperrt wurden? Oder geht es um den neuesten Fall aus Berlin, bei dem ein Mann eine Handgranate vor einem Berliner Wohnhaus gezündet hat und dann auch sein Messer gezückt hat? Herr Scholz, ich bin wirklich ein bisschen verwirrt, denn es waren einfach zu viele Fälle in zu kurzer Zeit. Denn diese Fälle, die ich aufgelistet habe, die sind alle in den letzten Tagen passiert. Die ganzen anderen Einzelfälle, die habe ich jetzt mal bewusst außen vor gelassen. Also, Herr Scholz, welcher dieser Angriffe meinen Sie denn? Ist Ihnen überhaupt bewusst, dass die Bevölkerung in Deutschland tagtäglich angegriffen wird? Aber ich spanne euch mal nicht länger auf die Folter. Ich glaube, jedem war bewusst, dass ich den Teil des Videos aus dem Kontext gezogen habe. Also, um was ging's dem Herr Scholz denn? Na, Trommelwirbel? Wollt ihr sehen? Um die Ukraine natürlich! Gönnt euch! In den vergangenen Tagen haben wir viele Kundgebungen gesehen. Die einen haben ihre Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt und weitere Unterstützung gefordert. Andere haben gegen Waffenlieferungen demonstriert und sofortige Friedensverhandlungen mit Russland verlangt. Vor dem Hintergrund so unterschiedlicher Haltung. Wie also kommt die Ukraine dem Ziel eines gerechten Friedens näher? Und ich sage bewusst, die Ukraine. Denn sie wurde angegriffen. Ihren Bürgerinnen und Bürgern drohen Gewalt und Unterdrückung. Sie kämpfen um die Freiheit und die Existenz ihres Landes. Darum kann und wird es keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben. Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine. Und ich sage es jetzt in meinen Wörtern, auch wenn das eigentlich der Bundeskanzler von Deutschland machen sollte. Aber der interessiert sich wohl mehr für die Ukraine, wie gefühlt jeder andere Politiker der Altparteien aus Deutschland. Wir haben in diesem Deutschland so viele Probleme. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und wenn wir nicht endlich anfangen, als Bürger uns zu verteidigen und uns, unser Deutschland zurückzuholen, tja, dann sehe ich schwarz. Wie viel mehr wollen wir Bürger uns eigentlich in Deutschland noch gefallen lassen? Wie viel mehr Geld wollen wir Bürger aus Deutschland uns eigentlich noch aus der Tasche ziehen lassen? Wie viel mehr Vergewaltigungen und Messerdelikte wollen wir Bürger eigentlich noch über uns ergehen lassen? Wann steht Tagesschau Michel Sternchen in eigentlich auf und sagt, bis hierhin und nicht weiter? Ich verurteile und verabscheue diese und auch die letzten Regierungen aus Deutschland, denn sie haben sich allesamt nicht für deutsche Interessen eingesetzt. Stattdessen wird immer darüber geredet, wie schlimm es doch in anderen Ländern ist, aber die eigenen Probleme in Deutschland, darüber redet niemand. Im Gegenteil, die Regierung, die macht sie noch schlimmer. Und es liegt an uns, dagegen etwas zu tun, denn sonst wird dieses Regenbogen in Deutschland leider noch besser. Denkt drüber nach und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin jetzt raus, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein.